Liebe Brüder und Schwestern, der heilige Bernhard von Clairvaux, den ich für die heutige Katechese ausgewählt habe, gehört sicher zu den größten religiösen Gestalten des Mittelalters. Er wurde um 1090 in Fontaine in Burgund geboren, besuchte die Schule der Stiftsherren von Saint-Vol und trat mit etwa 20 Jahren mit einer Reihe von Gefährten in das Reformkloster Citeaux ein. Bereits im Jahr 1115 erhielt Bernhard den Auftrag, ein Tochterkloster in Clairvaux zu errichten. Er wurde der erste Abt dieser Niederlassung und gründete von dort aus weitere 68 Klöster. Bernhard war ein begnadeter Prediger und Schriftsteller. Seine Werke zeichnen eine hohe literarische Qualität aus. Die Tradition hat ihn als Dr. Mellifluus bezeichnet, als Lehrer, dessen Rede süß wie Honig fließt. Dies bezieht sich nicht nur auf seine sprachliche Begabung, sondern vor allem auf den Inhalt seiner Werke. Sie sind ganz auf Gott ausgerichtet. Aber dazu sagt er uns, dass die wahre Gotteserkenntnis nicht in einer denkerischen Leistung, nicht in Diskussionen, intellektuellen Operationen besteht, sondern in der persönlichen Erfahrung der Liebe Christi, in der persönlichen Nähe mit dem Herrn. Das Geschöpf, so sagt er uns, vermag mit seiner persönlichen kleinen Liebe dem Schöpfer mit seiner großen Liebe zu antworten. Unsere Liebe sicher ist geringer als die göttliche, und doch ist sie vollkommen, wenn sie ganz geschenkt wird. Maria hat diese Liebe in beispielhafter Weise zum Ausdruck gebracht. Bernhard hat keinen Zweifel daran, dass wir durch Maria zu Jesus geführt werden. Von ihr, so sagt er uns, können wir lernen, Jesus nahe zu sein. Und wir dürfen sie bitten, uns auf dem Weg zu ihm hin zu begleiten. Ganz herzlich grüße ich alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache und Ihnen heute besonders die Gruppe aus Paderborn mit Weihbischof König, die Pilger aus Münster mit Weihbischof Jansen und die Schüler der Liebfrauenschule in Vechta. Der heilige Bernhard will uns lehren, eine lebendige Beziehung zu Christus durch das regelmäßige Gebet und durch die Sakramente aufzubauen. Danach sollen wir streben, Schüler des Herrn in der heiligen Wissenschaft der Gotteserkenntnis zu sein. Der Herr geleite euch mit dem Licht seiner Gnade auf allen euren Wegen.